Morgen Leute, Donnerstag, 5. Dezember, 8 Uhr am Morgen und wir legten bereits 60 Kilometer auf der Route 4 Richtung Pucke zurück. Das Hotelzimmer ist für den 7. Dezember gebucht und wir haben noch zwei Zwischenübernachtungen vor uns, sind heute also mal ohne Tagesziel unterwegs. Mal sehen, wo wir denn landen, haben ja noch Zeit, 2 Tage. Wir sind hier in Kapö an der Polizeistation und heute ist in Thailand Vatertag. Die Strecke nicht ganz so bergig, aber mit dichtem Grün bewachsen. Nicht allzu kalt heute Morgen, aber unangenehme Windböen, die einen ordentlich durchrütteln. Koi hat da hinten schon irgendwo was zu essen bestellt. Gestern in Ranong unternahmen wir so gut wie nichts mehr. Wir gingen zweimal essen, abends noch einen wirklich sehr kurzen Abendspaziergang. Mir gefällt und gefiel Ranong nicht sonderlich gut. Ich war jetzt zum dritten Mal da. Ja, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht mal richtig begründen, warum nicht. Einfach ein Bauchgefühl. Die Leute da sind auch etwas anders drauf. Nicht so freundlich. Das meint übrigens auch Koi. Und die muss es ja wissen. Erstmal Essen fassen. Und ein ziemlich großer Kramladen hier. Alles vorhanden, was man so braucht. Oh, Hula Hoop. Glaube ich mal. Schon wieder mal Kaukamu. Reifenwald hinüber. Bisher ist die Strecke in einem super guten Zustand. Der Straßenbelag fast neu. Keine Schlaglöcher, keine Baustellen. Momentan kaum Verkehr. Wenn man hier allerdings eine Panne hat, dürfte man Schwierigkeiten bekommen. Wir sind jetzt in so einem kleinen Dörfchen, Kaffeestopp. Ja, die kleine Kaffeebude. Schönes Wetter haben wir auch wieder. Auf der gesamten Strecke sah ich übrigens auch noch keine Tankstelle, erst in diesem Örtchen hier. Und wir kamen an einer grimmig blickenden Militärkontrolle vorbei. In der Ecke scheinen schon deutlich mehr Muslime zu wohnen. Süßkram. Und das Käffchen. Lecker, lecker. Leute, seht euch das an, mitten auf der Straße. Gut. Das ist ja lustig. Komm.
So, dann lag der Heukuhn. Mensch, das ist ja toll. Klasse. Haben wir die übernommen? Ja Leute, das war ein kleines Abenteuer. Von da kamen wir. Wir sind von der Hauptstraße abgewichen, weil wir uns einen kleinen Wasserfall ansehen wollten. Und hier ist für mich Ende, also hier fahre ich auf keinen Fall weiter. Alles morastig und ich mit meinen Straßenreifen. No way. Ich denke, das ist noch ein ganzes Stück zu laufen, bis wir daran das erste Becken kommen. Auf der Strecke hier hochgerödelt, geht ganz schön in die Oberarme. Scheint noch nicht so sehr viele Besucher zu haben. Die Buden wurden alle aufgegeben. Normalerweise wäre das ja wieder was für Kai und mich, hier auf Entdeckungsreise zu gehen. Aber ich möchte das Motorrad da unten nicht so lange unbeaufsichtigt stehen lassen. Überall Plastikmüll. Und ein befestigter Weg geht da überhaupt nicht hoch. Aber natürlich mal wieder super schön hier. Mal kurz ein Stückchen näher rangehen. Ich sah da Fische schwimmen. Oh ja, jede Menge Fische drin. Ihr könnt mir glauben, ich bin froh, wenn ich wieder Teer unter den Reifen habe. Wir verließen die Hauptstraße nochmal und fuhren zum Papas Beach. Mit unseren ständigen Abstechern kommen wir heute sicher wieder nicht weit, aber das ist mir die Sache wert.
wieder einer der super tollen einsamen Strände. Man muss sie nur finden. Und auf der Herfahrt haben wir zwei Resorts. Seht euch das an. Sauberer Sand. Im Hintergrund einige entwurzelte Bäume. Da hat ein richtiger Sturm gewütet. Irgendwann mal. Imposante Wurzel. Noch einer meiner Kumpels. Mit Hunden kann ich es. Ein Ei. Nochmal ein kleiner Abstecher von der Hauptstraße runter, circa 3 Kilometer. Zu diesem Pier. Von da kamen wir, idyllisches kleines Dörfchen. Und von hier dürfte das Ganze besser zu sehen sein. Fischerboote. Da geht es aufs Meer raus. Das ist wohl ein Ausflugsboot. Keuschep tut, mir tut der Hintern weh. Zweiter Stopp in der gleichen Ecke. Das sieht schon wesentlich freundlicher aus hier. Da hinten wird scheinbar der Fisch verladen, der angelieferte. Das sind schon relativ große Töpfe hier. Tauchkurse werden auch angeboten. Wow. Binden. Danach rechts abbiegen. Das ist ja schon ziemlich groß hier. Und da werden die Fische angeliefert aus dem Fang. Schon wieder mal Batterie wechseln. Tankstopp. Tank bitte an jeder Tanke. Das Netz ist recht dünn in dieser Ecke. Jedenfalls fürs Motorradfahren.
wieder Zeit für eine kleine Essenspause. Waren lange genug unterwegs. Da unterwegs kein Restaurant, kein ja nichts, nirgendwo was zu essen bekommen. Und hier wieder die berühmten Schüssel zum Aussuchen. Sieht gut aus. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich sah nicht aufs Ortsschild. Ich kann nur jedem empfehlen, die Route 4 einmal Richtung Brugge zu fahren. Wunderschöne Strecke, wunderschöne Natur, wirklich sehr interessant. Und das nicht nur für Motorradfahrer. Übrigens passierten da wieder zwei Militärkontrollen. Durch eine fuhr ich einfach durch mit einem relativ hohen Speed. Und die gucken ziemlich erschrocken. Ein Lob muss ich Kai aussprechen. Sie hält tapfer durch, obwohl manchmal mit mir die Pferde durchgehen. Und ich ziemlich schnell durch die Gegend brettere. Massermann. Und seht euch die Nudelsuppe von Kai an. Weil es so schön ist, nochmal von der Hauptstraße runter zum White Sand Beach in Kaolack. Der Robinson Club ist übrigens nicht weit entfernt von hier. Schöne Strandbar, keine Gäste. Komm, Mann, wäre schön, zwei. Sawadikrab. Ja, wirkt schön hier. Fleißiges Personal. Oh ja, heute ein Weg. Ja Leute, und wir nähern uns auf nicht mehr ganz so guten, aber schnellen Reifen in rasantem Tempo. Pucket. Nach langer Zeit noch mal ein Käffchen im Amazon. Und um Kaolack herum sehr viele Touristen, bunt gemischt, ältere Leute, jüngere Leute, viele mit den Fahrrädern und den Mopeds unterwegs. War ziemlich überrascht darüber. Und hinter Kaolack, also hinter dem Ort selber, ging es dann richtig los mit super tollen Kurven. Da kann man nochmal richtig Gas geben, da kommt Freude auf. Wir sind jetzt glaube ich noch circa 70 Kilometer von Brugge entfernt. Super Hotel hier. Keine Menschenseele da und der Pförtner sagte, geschlossen. Super Bewertung, aber kein Mensch da. Wir quartierten uns im Gartenbungalow ein, sehr abgelegen. Die Zimmer kosten zwischen 400 und 800 Baht. Wir nahmen ein Zimmer für 600. Heute 290 Kilometer auf dem Zeiger mit den ganzen Unterbrechungen an die Strände langs. Und hier bleiben wir zwei Tage, dann geht es weiter nach Phuket am Samstag. Unser Bungalow. Kleine Terrasse. Das Zimmer, Kai ist happy, hat Fernseh. Gestern hatte sie keins. Aircon. Kühlschrank, WC, Dusche und Handwaschbecken. Passt. Ja Leute, heute mache ich nichts mehr. Bin recht scharf müde.
kein Video mehr bearbeiten, kann ja nichts. Relaxen und morgen sind wir weiter. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.